Hallo und herzlich willkommen auf Irelia.de. Schauen wir uns nun einige Aufgaben zum Bereich Erwartungswert an. Da wäre zum Beispiel die erste Aufgabe, wir haben eine Lotterie mit 100 Losen und wir wissen, eines von diesen Losen, der Sieger dieser Lotterie, erhält 25 Euro. Zwei weitere Gewinne gibt es mit 12 Euro und 20 weitere Gewinne mit 4 Euro. Der Rest sind Nieten, das heißt, es sind dann 22, 23, die restlichen 77 wären dann Nieten. Die Frage ist jetzt, wie teuer müsste das Los sein, damit die Lotterie fair ist? Und das kann ich mit Hilfe unseres Erwartungswerts ausrechnen. Und zwar, wenn ich schaue, der Erwartungswert E von X wäre dann in diesem Fall, der Sieger hält 25 Euro, also einmal 25 Euro. Plus zwei Gewinne mit 12 Euro. Und 20 Gewinne mit 4 Euro. Und wir wissen insgesamt, durch die Anzahl der Möglichkeiten wäre in diesem Fall 100. Ich hätte auch die 100, die wir hier schon davor schreiben können, 1/100 mal 25, 2/100 mal 12 und 20/100 mal 4. Das ist genau das gleiche, ich habe es einfach direkt den Hauptnenner gewählt. Wenn wir das ausrechnen, 25 plus 24 plus 80, das wäre 129 Euro. Also 129/100 Euro oder 1,29 Euro. Das heißt, ein Los müsste exakt 1,29 Euro kosten, damit die Lotterie fair ist. Nun ist natürlich 1,29 kein besonders guter Preis für ein Los. Wahrscheinlich würde man sagen 1,30, dann würde der Lotteriebetreiber noch 1 Cent pro Los im Durchschnitt Gewinn machen. Hätte dann am Ende mit den 100 Losen 1 Euro Gewinn gemacht mit dem ganzen Spiel. Das zweite Beispiel, wir haben einfach einen Würfel, würfeln den einmal. Und die Frage ist jetzt, wie hoch ist der durchschnittliche Augenwert dieses Würfels? Wissen wir, haben die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, wir wissen ja, wie viel kommt da im Durchschnitt raus. Und das kann ich auch bestimmen, indem ich es genau gleich mache. Zur Wahrscheinlichkeit 1/6 kommt eine 1. Wiederum zur Wahrscheinlichkeit 1/6 kommt eine 2. Wieder zur Wahrscheinlichkeit 1/6 kommt eine 3 und so weiter. 1/6 mal 4 plus 1/6 mal 5 plus 1/6 mal 6. Ich hätte auch schreiben können, genau hier oben, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 geteilt durch 6. Ja, das ist die Definition des Erwartungswerts. Ich mache immer die Wahrscheinlichkeit mal den Wert und dann addiere ich über alle Möglichkeiten auf. Wenn ich sie ausrechne, bekomme ich genau 3, 6, 10, 15, 21. 21/6 kann ich als Dezimal verschreiben, das ist 3,5. Das heißt, ich weiß, der Durchschnittswert beim Würfelwurf wäre 3,5. Jetzt ist die Frage, wie könnte dann ein faires Spiel damit aussehen? Also so etwas Ähnliches wie hier oben bei der Lotterie. Nun, ich könnte einfach den Würfel nehmen und sagen, ich bekomme den Gewinn, den ich würfle. Zum Beispiel, wenn ich eine 1 würfle, bekomme ich 1 Euro. Wenn ich eine 4 würfle, bekomme ich 4 Euro. Und dann wäre die Höhe des Einsatzes für dieses Spiel, damit es fair wäre, gerade 3,50 Euro. In Ordnung. Schaut mal auf unserer Homepage www.nurelda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.